Die aktuelle Isolationssituation bringt einige massive Herausforderungen für dich und deine Kinder mit sich. Aufgrund der fehlenden Gesichtsmimik entstehen zum Beispiel Bindungsprobleme. In dem Interviewausschnitt aus dem Kindergesundheitskongress mit Sarita Peisel und Daniel Parsch sprechen beide über die entstehenden Bindungsprobleme und welche neurologischen Herausforderungen und Konsequenzen aus der aktuellen Lage entstehen können. Die Moderatorin Sarita Peisel ist Fachberaterin für Darmgesundheit und Mikronährstoffcoach. Daniel Parsch gilt als Erfinder und Begründer des integrativen Kinder- und Jugendcoachings. Neue informative Videos gibt es mehrmals pro Woche. Abonnier den Kanal und klick auf die Glocke, nur so verpasst du nichts. Viel Spaß beim Interview. Ich habe dich ja jetzt speziell für diese Lockdown-Situation eingeladen, damit du uns da einfach auch ein bisschen was erzählst. Also du hast ja mit so vielen Menschen zu tun. Könntest du uns vielleicht mal so aufzählen, welche Herausforderungen du aktuell erlebst? Ja, also ich muss so ein bisschen mich dann immer ein bisschen einbremsen, weil die Thematiken, das betrifft mich so in meinem Red Button, dann geht's so los und da nicht so reinzurutschen, das ist so, also auch thematisch, nicht nur emotional, weil es ist wirklich schlimm, was an vielen Stellen da ein Problem da ist. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, allein durch die Austausche mit unseren vielen Coaches, auch die schlimmeren Problematiken, die dann auch zu mir zum Coaching kommen, auch Eltern, also es sind nicht nur die Kinder. Die Lockdown-Bedingungen, und jetzt komme ich wirklich ein bisschen von der anderen Seite, finde ich deswegen so problematisch, weil sie auf einen Nerv treffen, den ganz viele vielleicht an manchen Stellen auch noch nicht so sehen und wahrnehmen. Wobei ich auch mitbekomme, dass es schon auch Thema noch bei euch ist, das Thema Bindung. Und über das Thema Bindung, wenn ich das für einen Moment mit reinbringen darf, dann wird ganz schnell klar, warum die Masken, also ich bin überhaupt nicht politisch, muss es sein, muss es nicht sein, ist es richtig oder falsch? Das ist auch nicht mein Job, das will ich auch nicht. Ich bin lieber im Fokus bei der Lösung, wie gehen wir mit dem, wie es gerade ist, um an einer anderen Stelle mich persönlich vielleicht hier oder da einzusetzen oder auch nicht. Und ich weiß, dass die Masken, ich weiß, dass es der Lockdown, diese Verbote, diese sozialen Kompetenzen, die ja eigentlich entstehen würden, wenn ich einem Menschen ins Gesicht schaue, wenn ich durch einen Einkaufsladen gehe und nehme mir was aus dem Regal als Kind und da guckt irgendjemand anders, eine Oma sagt, dann weiß ich anhand der Reaktion im Außen, da mache ich was ich nicht darf, ich lege es wieder zurück. Oder ich sehe im Kinderwagen meine Mama, die mich anguckt, die lächelt, wo eine Verbindung entsteht. Ich habe Schul- und Klassenkameraden, wo die einfach sehen kann, wie ist die Stimmung, wie ist gerade. Das macht total viel für mich. Der Bogen, über den ich komme, ist, dass ich weiß, dass wir neben der Pandemie, die da ist, ein ganz anderes Problem noch haben, nämlich, dass wir die Bindung. Es gab ja mal eine Zeit, die eine recht dunkle Zeit in den 30er Jahren. Damals im Dritten Reich gab es halt Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, dass Bindung verhindert wird. Das heißt, es war Sinn, dass hier in Deutschland lieber Soldaten das Licht der Welt blicken als gebundene junge Männer, die Liebe und Obhut zu Papa und Mama in einem Familiensystem geborgen in ihre Potenziale kommen. Und damals wurden halt auch Literatur verfasst, da waren Dinge drin wie, lass das Kind ruhig schreien, das will nur Grenzen testen, nicht zu lange im eigenen Bett lassen, also so dieser ganze Schlons. Und dann kann man natürlich sagen, ja, okay, das ist ja schon lange her, was hat das mit mir zu tun? Naja, erstmal wurde es als Wahrheit von Generation zu Generation weitergegeben, dass da schon Bindung gefehlt hat. Und das Tragische wirklich, dass diese Literatur, sie ist damals die deutsche Mutter und ihr Kind, danach die Mutter und ihr Kind, bis Anfang der 90er Jahre gängige Literatur war als Erziehungsratgeber. Und dass viele Eltern und Mütter, die jetzt in unserer Zeit sind, oft auch mit bester und liebevollster Absicht von ihren Eltern gehört haben, lass sie schreien, macht nichts, tut nichts. Das heißt, das sind ganz oft Menschen, die in sich schon nicht wirklich immer gebunden sind und waren, die Bindungsproblematik mit sich rumtragen, versuchen da rauszukommen, die Bindung an ihre Kinder weitergeben wollen, was aber auch immer das Umfeld mit einbezieht. Und jetzt in die Problematik stoßen, dass das Kind nicht so Oma und Opa darf oder durfte, dass sie nicht so in die Schule gehen können, mit Freunden spielen, dass sie nicht auf dem Spielplatz merken, was kann ich, was darf ich. Ich gehöre dazu, zu den Coolen, die jetzt das Wetter
Gerüst irgendwie einnehmen. Und da fehlt einfach so viel. Und wenn ich den Bereich mit reinnehme in die Antwort, was ist die Problematik beim Lockdown, dann merke ich, da ist viel mehr an Schwierigkeiten und Problemen da, die ich vielleicht sehe. Und neuronal ist es halt so, dass wir uns bestimmte Bedürfnisse abgewöhnen. Und der Professor Hütter hat das total toll erklärt, finde ich, dass er es beschrieben hat. Und gerade, es ist immer nur ein Beispiel. Es geht ja dann noch mehr, diese Phase, wo ich darf Oma und Opa nicht sehen. Allein diese Angst, ich kann Oma anstecken, die stirbt dann, Opa anstecken, ich bin schuld und ich kann nicht, ist das Gegenteil von Bindung, ist ein Druck, der sich aufbaut, der neuronal im limbischen System von der Amygdala nicht mehr verarbeitet wird, im heißen Speicher landet und jedes Mal, wenn ich das Wort Oma höre, zucke ich schon zusammen, genauso wie in der Schule, wenn ich denke, oh, ich muss einen Laptop aufklappen, Homeschooling, ich sehe meine Freunde nicht, ich schreibe eine Mathearbeit, wie soll ich das alles schaffen? Dann habe ich aber auch nicht die Chance, mich auf dem Spielplatz irgendwo so auszutoben, dass ich, also es ist so ein riesengroßer Rattenschwanz. Und wenn ich dann als Kind einmal lernen muss, ich darf Oma nicht umarmen, ich bleibe einfach nur mal ein Beispiel zu nehmen, je nachdem, bei einigen ist ja noch aktuell, bei einigen nicht mehr, dann ist das so ähnlich wie bei uns Erwachsenen. Ich glaube, jeder oder die meisten haben das mal erlebt. Da ist irgendein anderer Mensch, den finde ich total toll, da ist Liebe im Herzen und ich wünsche mir jetzt eine Beziehung, eine Partnerschaft, was auch immer. Der andere will aber nicht. So, und dann ist trotzdem das Bedürfnis groß und das Leid groß, aber der andere will wirklich nicht. Und dann ist, wenn es alles mit gesund vonstatten geht, dann ist es so, dass ich dieses Bedürfnis unterdrücke, lerne und dadurch auch neuronal nicht mehr befeuere. Das ist ein Monat, der ist noch ein bisschen traurig, schmerzvoll. Nach 3 Monaten geht es, nach einem halben Jahr ist gut, nach einem Jahr konnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, warum das so intensiv war, weil ich mir das Bedürfnis abgewöhne, andere Dinge im Leben wichtiger sind und die neuronalen Verkettungen einfach anders sind. Das heißt, wenn nach 1,5 Jahren die andere Person vielleicht noch sagen würde, es ist einfach völlig anders, es ist einfach nicht mehr da, ich bin gesund, stabil in mir. So, wenn die Kinder sich abgewöhnen, Oma zu umarmen, dann ist dieses Bedürfnis, ich will Oma umarmen, gar nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Und wenn ich dann Oma umarmen könnte, dann weiß ich jetzt auch gar nicht, warum und ob ich das ja auch überhaupt will. Und problematisch ist, wenn Oma dann enttäuscht ist, weil, das merke ich dann wieder über die Bindung, jetzt habe ich auch noch einen Fehler gemacht und da passiert dann so viel. Und das ist hier bewusst, dieses Beispiel ist ja nur Oma, Opa als Beispiel im Sinne der Aufzählung. Aber was ja hinzukommt, ist auf einen Abenteuerspielplatz gehen, mit anderen was unternehmen, lebendig das Leben zu leben, nach draußen zu gehen, zu toben, dieses sich zu entfalten, dass ich gewöhne mir Bedürfnisse ab. Und da zitiere ich den Gerald Hüther sehr gerne, wir schaffen uns im Nebeneffekt Pflichterfüller, die artig vorm Rechner sitzen, die eigentlich gar nicht mehr Lebendigkeit spüren und das schlägt sich auf die Psyche, aufs Gemüt, dass ich merke, eigentlich habe ich einen Antrieb in mir, der eigentlich völlig normal ist und den du ja wahrscheinlich auch mit den Mikronährstoffen sagst, hey, wenn alles da ist und der Cortisolspiegel und wie auch immer, wenn alles passt, ist gut, ja, das können es nicht rausbringen, dann merke ich, ich bin im Widerstand mit mir, ich bin nicht so gebunden, wie ich gerne wäre und eigentlich allein mit dem und muss total viel tragen und das zeigt sich. Ich weiß, die Praxen laufen über, die therapeutischen Praxis ja in den Tageszeitungen ständig, die Kinder kommen nicht damit zurecht, die Suizidgedanken steigen, also ich will da gar nicht so rein, aber die Probleme sind massiv und die Frage ist, wo ist eine Lösung und wie können wir damit umgehen und ich weiß, wir können den Lockdown nicht ändern und wir können die Kinder klar gesundheitlich mit aufbauen und für mich ist dieser psychische Aspekt, wie gehe ich mit dem Druck um, mit den Gedanken um, weil unabhängig von dem, wie es außen ist, ist eine der entscheidendsten Komponenten in meiner Welt, wie gehe ich mit dem, was außen ist, um. Also welchen Namen gebe ich dem? Welche Bedeutung gebe ich dem, wenn es dann in meine Glaubenssätze, in meine Belief Systems fällt, in das, was bei Druck entsteht in der Erwartung, neben dem, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich kann ein paar Lösungen hinterher noch sagen, aber die Erwartung, es muss anders sein, in der Enttäuschung, dass es wie auch immer auf den Nährboden fällt, dass ich nicht gebunden bin. Und da anzusetzen, neben all den Bausteinen, dass wir emotionale Blockaden lösen, Bindung durch Kommunikation näher und bestimmte Verhaltensmöglichkeiten fördern, dass wir tatsächlich auch über
die Meridiane über bestimmte Energien wieder in den Körper kommen, rutschen in den inneren Frieden und in der Zufriedenheit trotz Lockdown. Das ist möglich bei den allermeisten Kindern, Erwachsenen und Jugendlichen. Aber ganz ehrlich, Salita, wichtig ist eben, dass auch die Mama, der Papa merkt, boah, mir ist gerade viel, ich bin überfordert, was kann ich tun? Und dass nicht nur ein kleiner Teil des Systems jetzt sich verändert und denen muss geholfen werden, sondern dass wir schauen, hey, was kann ich als Mama und Papa tun, dass es hier gerade so viel ist. Und wenn ich da meine Blockaden löse und verarbeite, schaffe ich einen Rahmen und einen Raum über die Kommunikation, gehirngerechte Kommunikation, mein Kind abzuholen, dass es auch die eigenen Blockaden löst und wir als Familie trotz Lockdown, trotz der Probleme in eine Art von Gesundheit kommen, die die Umstände ein gutes Stück ausblenden und mich trotzdem zufrieden machen. Und das ist so in meiner Welt eine der wichtigsten Lösungen, die wir gerade machen müssen, weil die Kinder von heute, das sind die Erwachsenen von morgen. Und wenn die lernen, dass die Probleme, Herausforderungen, Schwierigkeiten, das hatten wir auch vor den Lockdowns ja schon, durch die Handys, durch die Computer, durch die Playstation, was da im Kopf passiert. Ich lebe ständig im Stress, weil irgendwo was blinkt, piept und ich gerade Leben verloren habe, verarbeite diesen Stress aber nicht. Und normalerweise müsste ich raus, ich müsste rennen, diesen Stress verarbeiten, damit die Amygdala, damit meine Resilienzgrenze stabil bleibt. Und das haben wir nicht. Und naja, du merkst schon, das ist mein Red Button. Wenn ich da einmal loslege, dann könnte ich weiter erzählen, bis der Mond am Himmel steht und die Sonne wieder aufgeht. Da ist so viel, was wir machen können, auch als Eltern, als Quereinsteiger, als Lehrer, als Psychologe oder in welchem Bereich auch immer ich unterwegs bin, wenn ich weiß, wie es geht. Das war's mit dem heutigen Video. Möchtest du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Besuch unseren Kanal, hier findest du viele weitere informative Videos. Vergiss also nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlass auch gerne Kommentare und teile deine Erfahrungen über die Gesundheit deiner Kinder. Was waren Themen, die dich bewegt haben? Womit hatte dein Kind zu kämpfen und was hat geholfen? Ich freue mich, von dir zu hören und bis zum nächsten Video.